André hier für tabletblog.de. Ich bin gerade bei Acer und hier haben wir das Acer Iconia A500. Das haben wir auf der CES und Las Vegas schon einmal kurz gesehen. Und wir können es jetzt nochmal im Detail ansehen. Es kommt mit einem 10 Zoll Display, Auflösung ist 1280x800 Pixel. Ist ein kapazitiver Touchscreen. Hier drin haben wir die Nvidia Tegra 2 Plattform, also 2 1GHz Prozessoren. Außerdem 1 GB RAM und je nach Version 16 GB oder eine 32 GB SSD. Optional gibt es auch UMTS. Wir haben hinten eine 5 Megapixel Kamera und ich glaube vorne haben wir auch noch eine Kamera. Hier 2 Megapixel hat die und wir gehen mal schnell um das Tablet hier herum. Unten haben wir einen Port für die Dockingstation. Hier Seiten haben wir einen USB 2.0 und Mini-USB-Port. Dann Eingang fürs Netzteil sieht so aus. Hier oben haben wir einmal die beiden Button zum Lautcheck zu regeln. Hiermit lockt man den Accelerometer. Wenn wir das hier so hochziehen, haben wir da einmal einen Micro-SD-Kartenslot und einen SIM-Kartenslot für das UMTS HCPA-Modem. Hier in der Seite haben wir einen Powerbutton, Headset oder Kopfhörerausgang und einen Mini-HDMI-Ausgang. Hinten, wie gesagt, nur die Kamera, 5 Megapixel. Wir haben hier jetzt, das müsste Android 2.2 gerade sein, aber wenn es dann rauskommt, ist Android 3.0 Honeycomb installiert. Das ist alles ganz schnell eben klassisch Nvidia Tegra 2. Und wenn wir dann mal eine App starten, bis auf die da hinten, das sind Windows. Boot Ninja HD kennen wir vom iPad. Ist auch mit einer Fusion-Plattform. Funktioniert alles gut, ist schnell. Und da haben wir schon gleich verloren. Wenn man aus der App raus will, man hat hier keine Home-Buttons, weil es im Honeycomb sein wird. Jetzt, während es noch Android 2.2 ist, holt man hier die Home-Buttons so raus. Ja, das war das Acer Iconia A500 auf der CeBIT.